Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuhwie-Du-Kanals. Wir haben uns für dieses Mal ein spannendes Thema ausgesucht und zwar der Ablauf beim Kauf der ersten Schuhe. Ist bestimmt für viele Eltern interessant, egal zu welcher Tages- oder Jahreszeit, weil die Kinder lernen ja laufen ohne Rücksicht auf Verluste oder ohne Rücksicht auf die jeweilige Jahreszeit und die Temperaturen. Und hier wollen wir jetzt an dieser Stelle ganz einfach mal auf die wichtigsten Punkte eingehen, die so im Ablauf vorkommen, damit ihr wisst, was euch erwartet und vor allen Dingen auch, damit ihr wisst, was eure Kinder oder euer Kind erwartet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich wiedersehen. Bis eben. Liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuhwie-Du-Kanals. Heute bin ich mit meiner zweiten großen schwarzen Perle. aus Stöhe hier anwesend, weil es geht um ein Thema, was uns beide natürlich, ich sag mal, beschäftigt, berührt und wo wir jeden Tag damit zu tun haben, nämlich der Schuhwunsch für die Laufanfänger. Um das gleich mal so vorne wegzunehmen, natürlich würde man sich immer im günstigsten Fall anmelden für eine Terminvereinbarung und das auch nach Möglichkeit mit reinschreiben, damit wir dementsprechend auch einplanen können vom Zeitfenster her, wie es am besten passt. Weil die Laufanfänger machen ja nicht immer so mit, wie sie mitmachen sollten. Es genau. Ist ja tagesformabhängig. Ja. Also, es ist natürlich immer so, wir sagen es mal ganz kurz und bündig heraus, nicht jedes Kind freut sich, juhu, ich kriege jetzt die ersten Schuhe, sondern es wird auch manchmal so richtig auf Krawall gebürstet, dann gezeigt, dass man mit dem neuen Medium überhaupt nicht einverstanden ist. Deswegen auch immer bitte daran denken, wenn ihr reinkommt oder wenn wir uns einen Termin ausmachen, nach der Begrüßung, nach dem Betreten des Geschäftes schon mal optische Signale zu setzen. Das heißt, wir bitten immer, sich gemütlich zu machen, die Jacken auszuziehen, den Kindern zu signalisieren, dass es jetzt nicht gleich wieder losgeht, sondern dass sie jetzt erstmal mit den Eltern ein bisschen da bleiben. Genau, ja? Weil das ist ja immer so, dass wie sag mal, diesen optischen Aspekt, den man ja damit vermittelt, wenn man jetzt bloß dem Kind sozusagen die Jacke auszieht, die Eltern aber immer noch vollgepackt mit Tasche über den Schultern da sitzen, dann können die das meistens nicht einordnen. Wieso bin ich jetzt frei und Mama hat jetzt noch die Jacke an? Geht die jetzt? Geht die jetzt? Oder wie auch immer. Deswegen, wir wollen von vornherein immer ein bisschen die Situation entkrampfen. Und natürlich, ich sag mal, auch den Kindern Zeit geben, um warm zu werden. Natürlich ist es immer so, die sind nicht gleich hier auf Knopfdruck parat und sagen, juhu, Schuhe kaufen, da bin ich mit dabei. Sondern man muss es erst, wie sag mal, so langsam heranführen. Ja, weil man darf ja immer nicht vergessen, man greift ja sofort in die Privatsphäre eines Kinderfußes ein. Ne? Sie kennen uns ja mal nicht, man ist eine fremde Person. Und dann auf einmal zieht man die Strümpfe aus oder guckt sie es an und fässt natürlich sofort an die Füße. Das ist für Kinder natürlich auch immer sehr aufregend und erschreckend. Ne? Genau. Also deswegen, wenn wir das machen, weil wir müssen ja schon mal einen Blick auf den Fuß werfen, weil unabhängig von der Jahreszeit, wenn es nicht gerade Frühjahr oder Sommer ist, wo wir sozusagen Blick auf den nackigen Fuß haben, kommen ja in der kälteren Jahreszeit die Kinder meistens eingepackt. Genau. Ich erwähne bloß mal Strumpfhose, Socke, zweite Socke, Lederpusche, was manchmal noch mit drüber ist oder so ein Überzieher. Mhm. Das sind ja manchmal die wildesten Konstruktionen, die da manchmal die Kinder an den Füßen haben. Und wir brauchen eben halt mal einen Blick auf den normalen Kinderfuß ohne Stoppersocke. Weil wir wünschen das eigentlich immer, dass keine Stoppersocken angezogen werden, genau. Weil die sind immer für die Anprobe nicht so günstig. Weil Stoppersocken machen das, was der Name eigentlich sagt. Deswegen sollte man generell eigentlich so einen Strumpf nicht in die Schuhe anziehen. Genau. Wie heißt es immer so schön, wenn ich eine Stoppersocke anziehe, versuche ich ja oder habe ich ja ein Medium am Fuß, wo der Fuß nicht wegrutscht, wo er stehen bleibt. So, und jetzt haben Sie zum Beispiel in der kühleren Jahreszeit ein leicht gefütterten oder ein warm gefüttertes Modell zur Anprobe vorgelegt bekommen und dann kommt der Kinderfuß gar nicht rein, weil die Noppen bleiben natürlich hängen am textilen Fasergewebe des Materials, des Futters. So, und erschweren natürlich unheimlich das Reinkommen. Leider ist das immer noch nicht bei unseren Eltern so angekommen. Ich sage dann auch immer so netterweise, warum heißen Stoppersocken Stoppersocken? Also bitte, natürlich kann die Stoppersocke auf den Weg mit angezogen werden, richtig. Aber bitte bringt noch irgendetwas mit, wo man dann sagt, jawohl, mit den Strumpf läuft mein Kind im Schuh. Ja? So, dann ist es natürlich auch immer wieder
Eltern kommen mit einer festen Vorstellung rein oder sagen einen schon immer gleich die Größe vorneweg. Ich brauche Schuhe in der und der Größe oder mein Kind hat die und die Größe. Dann ist es natürlich für uns immer schwierig, das jetzt einzuordnen, wenn wir keinen Blick auf die Füße haben. Was meint jetzt Mama? Meint jetzt Mama die Fußgröße oder meint jetzt Mama die Schuhgröße? Die Schuhgröße. Was ich mal im seltensten Fall davon ausgehe, weil Eltern haben ja keine Ahnung, dass die Fußgröße etwas anderes ist als die Schuhgröße. Ja? Und demzufolge, wir versuchen es immer meistens mit zu vermessen. Bei größeren Kindern geht das anstandslos. Bei kleineren müssen wir immer wieder die Erwartungen der Eltern dämpfen, weil wenn sie da stehen, ich sag mal, und sozusagen Schieber kommen auf den Fuß zu, 2-3 Sekunden dann auch noch ruhig stehen bleiben, das ist bei den wenigsten Laufanfängern wirklich möglich. Ja, wir versuchen es dann immer in dieser Hinsicht, dass wir dann das anhand einer Insohle zeigen. Die Erklärung und der Schwerpunkt liegt dann auch immer wieder mit darauf, den Eltern zu erklären, dass es einen Unterschied zwischen Fuß- und Schuhgröße halt gibt. Der Schuh immer automatisch größer sein muss als der Fuß. Und demzufolge entstehen dann sozusagen auch die verschiedensten Variationen. Also je nachdem, wie die Schuhe ausfallen, geht man manchmal mit 2-3 verschiedenen Größen aus dem Geschäft. Was auch immer wieder irreführend ist, aber wir sagen immer, es sind alles bloß Zahlen. Und je nachdem, wie der Schuh halt ausfällt, versuchen wir das auch zu erklären oder darzulegen. Warum muss ich jetzt von dem Schuh diese Größe nehmen? Und das fängt bei den ganz Kleinen, fängt das eben halt schon an. Was wir natürlich dann, ich sag mal, in der wärmeren Jahreszeit immer machen, ist, dass wir dann sozusagen auf eine ganz normale Lederpusche hinarbeiten. Und im Herbst, Winter, in den kühleren Jahreszeiten, gibt es dann zum Beispiel auch so etwas. Frau Klippert nimmt mal sowas. Na, also etwas, wo ich immer sage, dann habe ich schon eine rutschfeste, wasserdichte Sohle. Wasserdicht ist sie allerdings nicht ganz, sondern nur wasserabweisend. Weil ja die Nähte hier ja sozusagen bedeuten, hier kann auch mal Nässe eindringen. Aber das ist jetzt natürlich nicht unbedingt für den großen Läufer, sondern ich sage es einfach mal wirklich für den wirklichen Laufanfänger, der eigentlich noch mehr krabbelt und wo ich was brauche, damit die Füße nicht so doll auskühlen. Und weil es auch schön ist, gerade wenn er noch dabei krabbelt, hast du hier eine super schöne Knautschzone. Und sie werden in keinster Art und Weise eingeschränkt beim Krabbeln. Hast du bei diesem Modell und auch bei dem. Ne? Wir werden natürlich vorzugsweise bei der Anprobe immer mit den flacheren Modellen anfangen. Genau. Weil, ich sag's mal so, wenn ich mit dem flacheren Modell anfange, habe ich mehr Bewegung im Fußgelenk. Das ist immer für die Laufanfänger das Leichtere wie bei der Lederpusche. Ne? Und der Fuß wird jetzt in seiner Bewegungsfreiheit nicht so sehr eingeschränkt. Nun haben wir hier so ein bisschen den Stiefelcharakter, aber wie Frau Kleberg auch schon sagte, das ist so ein weiches Material, das geht mit der Fußbewegung, geht das mit. Ja, er schließt halt dadurch ein bisschen höher an, ist überhaupt nicht steif, aber das wäre ja auch Quatsch, warum will ich denn meinem Kinderfuß jetzt sozusagen eine Manschette verpassen? Hier passiert es natürlich immer sehr oft, dass nicht jedes Kind entspannt auf die erste Anprobe von Schuhen reagiert. Es gibt durchaus Fälle, es gibt super chillige Kinder, die das wirklich alles toll mitmachen und die das überhaupt nicht stört. Aber ich sag mal bitte, liebe Eltern, denkt nicht, wir tun euren Kindern etwas Schlechtes. Es ist einfach so, für das eine Kind ist die Begegnung mit einer anderen Frau, was nicht jetzt die Mama ist, und dann sozusagen auch, wie sagt man so, in meinem Privatsphärenkreis, in meinem inneren Privatsphärenkreis, weil wir kommen ja sehr nah an die Kinder ran, nicht immer sehr erfreulich. Und genauso ist es dann eben halt, sobald sie jetzt das erste Mal diese Schüchen anhaben oder diese Puschen, die Stiefelchen, was es auch immer sein mag. Nicht jedes Kind wird sich positiv dazu äußern. Und wir haben schon die unterschiedlichsten Reaktionen dabei gehabt, wirklich von chillig bis brüllen und nicht anfassen. Versucht auch ein bisschen uns zu verstehen, wir meinen es ja nur gut mit euch. Ja? Also deswegen auch hier immer wieder ein bisschen mit zuarbeiten, wäre nicht schlecht. Wir freuen uns da immer über mitarbeitende Mütter. Genau, ich sage es ja auch immer meinen Muttis immer vor, wir können es uns jetzt immer raussuchen, wenn kleine Kinder noch gar nichts am Fuß gehabt haben, dann ist das für die wirklich was komplett Fremdes am Fuß, was für sie erstmal ein komplett störender Faktor ist. Und dann sage ich auch immer zu meinen Muttis, wir werden jetzt sehen beim ersten Schuh, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder er stellt sich hin und schreit uns komplett an, oder er bleibt stehen und bewegt sich gar nicht mehr und spricht nicht mehr mit uns. Das kann man sich dann immer raussuchen. Wobei ich immer sagen muss, die Mädels sind da immer entspannter. Ja.
Mitunter auch. Es gibt auch da die kleinen Diven. Wollen wir nicht ausklammern, aber wie gesagt, so, wenn man das jetzt mal geschlechterspezifisch sagen muss, sind die Mädels meistens etwas entspannter. Weil die gerne Schuhe kaufen. So, dann wäre das natürlich auch mit abzuklären, wenn wir dann sozusagen die Fußgröße ermittelt haben, zeigen wir natürlich dann auch immer die passenden Modelle. Hier ist es jetzt bei uns im Schuhvideo so, wir suchen für die Mamis die Schuhe raus, weil wir wissen ja, welche Weite, welche Schuhgröße wir jetzt brauchen. Da erwähne ich es nochmal, Schuhgröße ist nicht gleich Fußgröße. Also der Schuh wird in jedem Fall immer größer sein als der eigentliche Fuß. Das ist immer wieder das, was Eltern sehr gerne vergessen. Und was man auch noch mit erwähnen sollte, nicht nur nach der Länge zu gucken, sondern auch nach der Breite. Das ist ja vor allen Dingen das Schöne. Und nach dem Schaft immer, wie es aufgebaut ist. Das ist das Wichtigste. Also Weite ist besonders wichtig, weil wir sagen ja auch immer, nicht umsonst, Schuhe müssen passen. Ja, weil sonst kann man ja wirklich zum Discounter gehen und sich irgendwo was aussuchen. Das ist ja Quatsch. Ja, deswegen versuchen wir auch die Beratung dahingehend zu machen, dass wir das den Eltern immer erklären. Deswegen dauert es auch ein klein wenig. Und deswegen braucht man einfach mal ein bisschen mehr Ruhe dafür. So. Väter sind leider immer ein bisschen wieder erschrocken, wenn wir sagen, dass so ein Schuh selbst mit einem Freiraum von 9 bis 12 mm im Höchstfall 2 bis 3 Monate passen. Manchmal auch 4 bei wenig wachsenden Kindern. Ich sage mal, die kleine zarte Espe ist natürlich nicht so doll in den Wachstumsschüben wie die deutsche Eiche. Aber generell ist es so, Papas verstehen da manchmal die Welt nicht mehr. Aber es ist, die Natur hat so eingerichtet, wir können es nicht ändern. Ne? So, und zu guter Letzt wäre dann immer noch, dass wir uns mit den passenden Modellen zu Ihnen bewegen, die Ihnen zeigen, auch anhand der Passform mit erklären. Je nachdem, ich sage mal, wie die Tagesform des Kindes an dem Tag ist, kommen wir manchmal auf 2 oder 3 Paar Modelle. Mehr wird im Allgemeinen auch nicht probiert, weil wir wollen Kinder ja auch nicht überstrapazieren. Genau. Ja? So, und demzufolge, das wäre so der Ablauf, den man sich dann demzufolge bei uns so vorstellen kann. Bedeutet also immer, wir bringen Ihnen die Modelle, Sie können Farbwünsche natürlich jederzeit äußern, aber wir als kleines Fachgeschäft oder wir zwei kleinen Fachgeschäfte haben natürlich nicht die Möglichkeit, ein Modell in 5 verschiedenen Farben zu lagern und zu ordern. Also ist das bei uns immer, ich sag mal, von der Farbauswahl doch schon ein bisschen eingegrenzt. Heißt jetzt nicht, dass wir das nicht möglich machen würden. Aber man muss natürlich auch mit sagen, Corona, die letzten 2 Jahre haben auch bei den Lieferanten, Spuren hinterlassen. Also auch da ist nicht mehr, ich sage es mal, im dollsten Hochsommer oder im dollsten richtig kalten Winter dann noch die Möglichkeit, irgendwas nachzubestellen, weil das im Vorfeld meistens alles schon ausgeliefert worden ist und kaum noch Restbestände da sind. Ja. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Kommen. Wie gesagt, bringt immer etwas Zeit mit. Manchmal brauchen die Kinder auch ein bisschen mehr. Und wir versuchen uns da auf jeden Fall mit drauf einzustellen. Wichtig ist es eben halt bloß, die Kinder müssen mitmachen. Wenn es gar nicht geht, haben wir auch schon Verkaufsgespräche abgebrochen. Ja, entweder man geht noch mal eine Runde oder macht einen zweiten Termin aus. Wir versuchen ja auch, dass es für alle so angenehm ist. Es soll angenehm ja für die Kinder auch eine schöne Erfahrung sein, gerade auch beim ersten Schuh. Und da braucht man ein bisschen Zeit. Deswegen wäre es auch immer schön, wenn ihr einen Termin macht, dass er auch mit reinschreibt, dass es ein Laufanfänger ist. Na, weil dann wissen wir schon von der Zeit her, dass wir uns dann vielleicht eine halbe Stunde eben noch Zeit nehmen. Dass das für die kleinen Mäuse eben eine schöne Erfahrung dann halt wird. Man hat ja genug Möglichkeiten mit Spielecke und so, dass man sich beschäftigen kann. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn andere schon noch mit im Laden sind. Da können die Kinder erstmal das Geschehen zum Beispiel auch mit zugucken, was da mal so gerade eben passiert. Und dann geht das dann meistens auch. Genau. Na, die meisten sind ja schon ganz süß. Ja, wie gesagt, es heißt jetzt nicht, dass jedes Kind ein kleiner Tyrann ist, sondern es läuft auch mitunter wirklich sehr entspannt ab. Ja. Aber wir wollen jetzt Eltern oder jungen Müttern, jungen Vätern, die auch teilweise die Aufgabe haben, den ersten Schuh zu kaufen, da ein bisschen die Angst nehmen und euch einfach bloß schon mal vorbereiten, was euch sozusagen im Schuhvideo erwarten würde. Ich denke mal, wir haben das mit unserem kleinen Beitrag jetzt sehr gut rübergebracht und wir freuen uns auf jeden Fall auf euren Besuch in Gohlis und in der Stötteritzer Straße. Genau. Bis dahin. Tschüss.